Fünf Sterne, vier Hallo und herzlich Sterne. willkommen zurück zu Company of Heroes 2, einer neuen Runde 4 gegen 4 Steppe mit mir, mit dem Seth, mit dem Sharon und mit dem Ulrich. Sagt Hallo. 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 Jawohl. Perfekt. Synchron. Auf geht's. Oh, ich bin auch noch ohne. Hilf mir dann da ohne. Ja. T1 bei mir. Seth geht mir in die Mitte. Ich komm runter. Ich komm Und runter. dann kommt Shao mit seinen MGs hinten dran. Und ich bring Snipes. Jawohl. Und Rekruten. Die Bomben mal Hi. weg. Ei. Auf geht's. Seit wann spielst du eigentlich Sniper? Weil ich damit sau gut zurecht kam eigentlich. Okay. Und es ist halt eigentlich das Beste für mich, weil ich, wenn ich mit der Rekrute nach vorne will, weil sobald die mit ihrem MG-Spam komme, bin ich ja festgenagelt. Dann komme ich einfach kein Zentimeter mehr weiter. Das ist korrekt. Das nervt einfach nur. So, die Mitte muss uns sein. Seth, ich hoffe, du hast die Dulrich-Skills eingepackt. Die Mollys müssen fliegen. Die Ulrich-Skills. Ah, mein Pio bewegt sich mal nach oben. Dann kann ich auch noch ein bisschen Muni für euch sichern. Immer gut gebraucht. Dann hoffe ich, dass die Mollys nur so fliegen. Kommen jetzt eh wieder drei MGs oder sowas neben dem Hügel da unter Beschlag. Ja, wahrscheinlich. Da ist der Pio. Der hat auch schön was gebaut. Ein T1. Da ist der zweite. Wird sofort erobert. Die Männer, das Kommando, wie dieses Territorium erobert haben. Ah, oh Mist, den Sprit bekommt man nicht mal. Haben sie schon eingestellt. Ah, Rekruten dazu ziehen. Nicht in den Schützengraben, da kommst du nicht mehr raus, wenn es MG steht. Ich warte noch, dass der 2, der kommt jetzt auch gleich. So. Wow, okay, sie sind zu dritt bei uns oben. Mit Pionieren zumindest. Und du hast den ersten Fuck ausgegeben. Sehr schön. Und da fliegen die ersten Mollys. Da ist erst MG auch schon. Gut, war ja zu erwarten. Stell das ist es MG auf, Zeit stell für das uns MG zu auf. laufen. Das MG aufstellen. Ja. Und oben gewinne ich den Kampf der Pioniere Jawohl. natürlich, trotz meiner Deckung. Ich muss mich zurückziehen. Passt dann zwei Nissen wie schon unten. Gut, ich bin hinter das MG gelaufen. Der erste Bleibt Mann der vom jetzt MG ist hehe, weil er gestorben. mit vier Pioniertrupps gegen Rekruten gewonnen hat? Nee, er schreibt hehe, weil er oben seinen Rekrutenkampf, seinen Pionierkampf gewonnen hat. Egal, das MG ist down. Komm, fuckt's. Ja, nice. Jetzt noch den hier fucken und dann sieht's gut aus. Flamer down. Oh, da hat er gerade gut kassiert. Und der nächste Pioniertrupp, der da fällt. Zack. Ja, schon. So, muss den Anschlusssektor erobern, dann haben wir's. Und zurück. Jawohl, das sieht doch gut aus. Ah, erster Snipe. Ja, das ist leider nicht so gut. Wo denn eigentlich erwischen sollte? Versuche, geht zum Laufe. Dann hole ich mir den Snipe.
glaube, ich höre einen Mörser. Ja. Darf ich jetzt nicht überlassen, dass ich dir mal das MG kriege, ich glaube ich selber. Jetzt haben die auch schon Mörser. Oh, der trifft mein MG. Wie soll's auch anders sein beim Feind Mörser? So. Das MG muss wieder besetzt werden, wenn du einen Rekrutentrupp über hast. Ja, lauf hin. Dann stürmen wir mal oben den Hügel. Vielleicht kriege ich sogar den Mörser klein. So. Oh, 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 Sniper, nice. Sauber. Komm, Sahne. Sniper down. Der Sniper ist ein Bau. Der wird aber gleich nochmal mit dem Sniper hier kommen. Hätte mir vielleicht ein Scout-Car oder sowas. Ja. Hilfe. Aber pass auf, das sind ewig viel Grenadiertrupps und sowas noch, ne? Okay. Der Scout-Car ist schon da. Und das MG und alles hoch zum Hügel. Wir halten oben die Stellung mit unten. Also muss ich zurückziehen. Boah, sind es viele. Keine Sorge, ein Satz kommt. Nee. Den einen Trupp fuck ich noch mit dem einen Mann. Oh ja, der wird abgefangen. Höhö. Zack, tot. Und alle, die sich zurückziehen, werden jetzt noch in meinen Flamer Half-Track reinlaufen. Scout kann man nicht. Und meine Stoßtruppen. Nice. Oh ja. Oh ja, was ein Debakel. Ach du Schande. Alter Vater, alles tot. Alles tot, er hat alles verloren. Schieß doch! Ah, ein Mann hat es noch rausgeschafft. Mörser hol ich mir auch noch. MG wird hier beschossen. Aber ich versuche die mit dem Snipe zu holen. Oh, zwei MGs unten, die werde ich mir auch holen. Die, ja, ich habe gerade einen MG-Schuss, Fuck-Schuss, nein! Und der Bind ist, der schießt immer noch, ich habe auf Stopp gedrückt, ich habe auf Stopp gedrückt. Und das MG kannst du gleich schnappen. Oh, das waren heftige Verluste. Nein. Scheiße. Da war ein Gegner Scout. Oh nein. So bitter kann's gehen. Oh. Bring gleich mal zwei T-34. Und der nächste Flamer ist ausgeschaltet. Oh. Naja. Ich hol's mir. Ich komme. Gut, dann ziehe ich mich jetzt zurück.
Oh Mann. Oh, was war das denn? Hol mir das Scout, hör. Jawohl, diese Mörser-Spam betreiben. 4 Mörser stehen da in der Mitte rum. Unser dicker Mörser drückt da ordentlich rein. Da eine Nathan und... ja, nice. Na komm schon. Ums Scharfschützen. Kommt, Pioniere. Wir müssen einen Bereich sichern. Und Ostwind kommt. Wir sind zu allem bereit. Zielpunkt erhalten. Haben wir kein Feldkrankenhaus irgendwo? Bei mir? Nein, leider noch nicht. Noch ganz unten. Oben steht ein Bunker. Ah, schön, was die hier alles rumliegen gelassen haben. Nicht nur die. Da wieder ein Snipe hier. Jo, ich komme mit meinen nochmal runter. Ach mal. Da ist also der Ostwind. Dann holen wir uns den mal. Oh, zieh dich zurück. Na. Da könnte ich vielleicht den Scharfschützen noch haben, aber der ist leider entkommen. Die packt dann schon mal startklar, mache. Na komm, über Phase halt. Nein, natürlich nicht. Oh, Panzer 4. Panzer 4, Rückzug. Oben ist ein Stuck. Stuck ist gleich nicht mehr. Und zack, Motor zerstört. Und das war's. Dann nochmal von hinten rein, den anderen Bunker auch noch ausschalten. Dann sieht das alles super aus. So, kriegen wir den Panzer 4. Rückzug, Rückzug, oh Gott. Oh, den habe ich da müssen. Das MG steht hier ziemlich scheiße. Ach ja, hab ich nur neu besetzt, sorry. ich hab's ja nur gerade gesehen, weil sonst komm ich näher in die Bredouille. So, Feldkrankenhaus wird bei mir auch noch gebaut. Kommt noch eine Flak.
Panzer fährt wieder hoch und dann kommen noch zwei Pioniere hinterher. Warte, ich gebe dem Panzer 4 eine Nade. Ach, das? Wenn man, dass ich das Ding wieder rumdrehe? Ja, er hat eine Nade. Also, wenden ist es nicht das schnellste. Ah, das sind jetzt die Strom. Verdammt. Ich dann irgendwo was von mir. Nicht das. So, und da haben wir alle drei Siegmarkenpositionen, dann sieht das super aus. Und dann kann ich mal guten gerne schreiben. Hehe. Ja. Haben wir was zum Reinhauen? Ja. Kommt. Mal gerade die ganzen OPs kaputt. Und da so am besten hinten dran auch. Was war's? Panzer 4? Mehrere Panzer 4 oder was? Ja, zwei Panzer 4. Mit dem einen werde ich wohl nicht entkommen können. Sag mal, für ein bisschen Artillerieunterstützung war zwei Katyushas. Oh, nebeln wir das ein bisschen ein. Da kann ich auch noch hinkommen. Nee, noch drauf. Scheiße. Alter, lebt der scheiß Scharfschütze immer noch. Ich flipp aus. Wo? Naja, hat sich jetzt wieder zurückgezogen hier. Hier haben wir zwei Panzer, ne? Und weg ist er. So, ich baue gleich ein IS-2. Sollen wir etwas bauen? Flammenwerfer! Sicher! Zu Diensten! Meine Flak fährt auch mal noch ein bisschen vor. Kommt aber von überall her. Ja, ein riesen Angriffsblob. Achtung, da sind Schrecktruppen dabei. Ja, ich hab's sogar gesehen. Die sind hinter uns auch noch. Pioniere einsatzbereit. Pioniere, gestern ist einer der
Nein, ich habe meinen Stoßtrupp vergessen oben. Nein, fuck. Lauf, Achtung, lauf, nicht so nah ran mit den Rekruten, das macht gleich Bumm. Ja, ja. Hab so weit hochgezieht, scheint mir so. Gut, hier ist wo ist da. Komm mit den zwei Schrecken. Die Katjuschas, Obacht. Die haben anscheinend. Ja, wenn er konsequent hinterher geht, ist sie tot. Ich zieh sie mal wieder zurück. Dann geh. Ja, es hat sich falsch gedreht. So. Jawohl, ich krieg den Schreckdruck down. Jawohl, und einer hat überlebt. Mit drei. Oh, da steht ein Pack. Hat noch jemand was hier zum Reparieren? Panzer 4, fuck. Ah, ne, ist in Ordnung. Motorschaden, ey, das darf doch nicht wahr sein. Ah, mein W2 Panzer ist down. Komm mit Nasu noch hoch, durch. Oh, oh, wenn es jetzt schlecht läuft, verliere ich mein IS-2. Vorne so oben. Meines ist nicht auf dem Weg. Wir sind mit Konsequenz hinterhergefahren, Gott sei Dank. Da ist er. Blockieren, nicht blockieren. Nicht. Da ist er in die Scheiße reingefahren, der ist tot. Das ist eine einzige starke Panzerwaffe verschwindet. Oh, Tiger, Tiger. Okay, da fahre ich nochmal zurück. Dreh dich, fahr. Der Mega Tiger. Tötet ihn, ja, tötet ihn! Ja, das ist auch noch markiert, also er kommt da nie wieder raus, ey. Hahaha, ja. Das ist eine dämliche Aktion. Und der Mega Block hier oben. Das ist blöd. Da hagelt's jetzt mal ein Sprengpaket. Wup, 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 wup. Batz! Hilfe! Na gut, alles klar. Oh, ja, das hast du dir verdient. Gut, jetzt brauche ich aber wirklich Reparatur. Und noch ein Täfchen. Ja, das kann man so sagen. Die wurden ausgelöscht. Der scheiß Scharfschütze, wie er mich aufregt, der Penner. Der etwa immer noch? Ja. Ist doch nicht. Oder neuer. Je nachdem. Oh, oder neuer, Stufe ja. 2, Stufe 2, Obacht. Oh Gott. Schieß noch einmal. Nein! Nice, oh, die Nate hat ihn gerettet. Oh ja. Die Rekruten, die wertvollste Einheit der Russen. Achtung, Artillerie da unten. Ich helfe deinen Rekruten oben. Ja, läuft. Ich zermalm okay, die einfach nur. Du hast dich schon zermalmt, okay. Dann machst du halt allein. Hallo, ohne MG, okay. Ich habe Snipe. Drei Rekruten überall. Ich will meine Flak mal bitte den Flieger abschießen.
der nächste Panzer 4. Und der nächste Squad gefuckt. Keine Angst, das ist nur Flieger, wo hier kommt. Na, bist du die fest? Verloren. Aber das ist ein guter Tausch. Pass auf, Molly. Oh. Da bin ich reingelaufen. Ah, das nächste MG kommt hier vorne gelaufen. Wir haben es schon wieder zurückgezogen. Ziehen wir mal einen Hardtrack ran, dann können wir uns vorne an der Front auffrischen. Hat jemand einen Erkundung? Ah, und der Rückzug wird noch niedergeholzt. Oh, Snipes! Nein, leider nicht. Pioniere einsatzbereit. Pioniere ziehen sich zurück. Und nochmal ein T-34, ich glaube, das ist der sechste, den ich brauche oder so. Da oben zerstören wir auch noch die Pack. Wird. Was wollen Sie, Genossen? Wir sind auf dem Weg. Unterwegs. Seht nach, ob das repariert werden kann. Ja. Oben ist noch ein Panzer. Ostwind. Yep. Holen wir uns den mal ab. Da schwenken schon direkt die Suse und die hier hoch. Haben die Beute gewittert. Zieh dich zurück oben. Rückzug. Arti kommt. Na, wo ist er denn? Da ist er. Und der Iran. Jetzt werden sie bis zum Tod verfolgt. Achtung, da ist ein Schlecktruppen noch. Mhm. Jo. Versuche sich unsere Seite hier ohne zu holen. Wir haben irgendwie viel da, ne? Stimmt. Und ich habe eine Schreck für meinen Stoßtrupp. Nein, lass mir die. Stoßtrupp mit Schreck, Mann. Ist doch genial. Ich wollte den Gardistentrupp mit Schreck haben. Die haben doch Panzerabwehr. Jetzt haben sie noch mehr Panzerabwehr. Ich zieh mal runter an die Mitte und versuch da. Kannst du mit deinen Gardisten hier oben das MG42 holen? Die schießen eh immer auf. Ja, hab ich schon. Dann nehme ich mir meinen Pius. Wo sind hier eins? Da oben. Ja. Okay. So, dann meine Pios dahin, dahin. Bemannen wir. Ich brauche Männer an dieser Waffe. Bereit. Abmarsch, Genossen. Pioniere einsatzbereit. Wow, 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 Tiger. Und ramm ihn von hinten. Pump. Ah, ist das so geil. Tiger hat keine Hauptkanone mehr.
auch noch vor. Und das Fahrzeug da oben dürfte auffallen. Tiger ist mal down, ne, oder? Motor zerstört. Satzung geschockt, ey, das gibt's doch nicht, der fällt nicht. Ja, also. Und vorbei. Jawohl. Schönes Ding. Schönes Ding. Das war mal ein schönes Spiel, ey. Alles gestimmt. Ach ja. Außer, dass ich 5 T34 verloren habe. Oh je. Ja gut, die Sterberate von den Dingen ist ja aber auch enorm. Schönes Ding. Und wer hat fast 20.000 Schaden verursacht? Ich bin Fähnrich 4. Klasse. Oh, wow, wow, wow. Ach ja. War vorher anscheinend schon einer ausgestiegen, der Typ, der gerade eben GG gemeint hat. Gut, war ja auch nur noch Zeitstände. Wie oft darf ich eigentlich an diesem Feedback-Ding teilnehmen? Gibt's ja nicht. Sehr wichtig, wichtig. Wichtig. Abschicken. Der Vasili. Der hat nichts mehr ausgehalten. Ja, stimmt, der Vasili ist raus. Vasili. Guck mal gerade die Kurven mal an von denen. Wertvollste Einheit, Rekruten. Zerstörer, SU-85. Spezialist, Rekruten. Berlin-Spezialist, Rekruten. Aber ich finde, abgesehen von meiner Kurve und Seths Kurve, sieht das bei euch ganz gut aus. Steil nach oben. Habt ihr überhaupt was verloren? Was ist denn an meiner Kurve so verkehrt? Die macht einen kurzen Abstecher nach unten, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Meine ist auch irgendwie. Gerade bin ich zweitbester. Du bist auch der Schade. Und ich habe sogar mehr getötete Einheiten wie Verluste. Das mit den Rekruten, das will was heißen. Ja. Obwohl meine Snipes, die haben aber auch ewig was gerissen, glaube ich. Ja. Die eine Aktion war halt komplett der Ausfall der kompletten Armee des Gegners. Als er sich da zurückzieht mit so wenigen Einheiten, ich stoße von hinten rein, diese Ein-Mann-Trupps von euch kommen da unten hochgelaufen, alle tot. Alle tot. Haben wir dann im Nachhinein auch bemerkt, da kam nichts mehr. Hat er überhaupt noch mal versucht, unten anzugreifen? Nee, oder? Mehrmals immer wieder. Nee, plus hat das mit Arti noch behakt und alles mögliche, aber naja. War gut, war ein schönes Spiel. So, dann zurück in die Lobby. Und dann verabschiede ich mich mit diesem Cast. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzugucken, wenn überhaupt noch jemand dabei ist. Bis denn!